das wäre Laura. Laura, ich mache den nächsten Präsentator. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Du darfst loslegen. Ja, einen Moment. So, sieht man meinen Bildschirm schon? Ja, jetzt müsstest du auf deine Präsentation wechseln und du kannst loslegen. Super. Also erstens mal, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen darf. Ich komme vom Humboldt-Gymnasium aus Vatterstetten. Wir haben ein Projekt gegründet, das nennt sich Humboldt for Future. Und wir haben uns es zum Ziel gesetzt, dass wir eine Applikation zur Berechnung des ökologischen Fußabdrucks entwickeln. Und zwar sind wir 13 Schülerinnen der Oberstufe am Gymnasium im Rahmen des Projektseminars, das verpflichtend an bayerischen Gymnasium vollendet werden muss. Und wir haben uns ganz im Namen des Klimaschutzes dafür entschieden, den ökologischen Fußabdruck unserer Schülerinnen durch eine Umfrage zu errechnen. Und zwar soll das stattfinden mit einer Umfrage, in der auch direkt anschließend nach der Auswertung ein angepasstes Feedback zurückgegeben wird mit Verbesserungsvorschlägen und um so ein größeres Bewusstsein für das persönliche Konsumverhalten und für den eigenen Fußabdruck auf der Erde zu schaffen. Und zwar wird es so ablaufen, wir werden die Umfrage erstellen und dann eben veröffentlichen und an unserer Schule anwenden. Dann hoffen wir natürlich auch, dass sich einige interessierte Schulen bei uns melden, die unser Konzept übernehmen wollen. Da wären wir sehr froh, wenn andere Leute gleicher Meinung sind. Diese Ergebnisse werden dann einzeln anschaulich dargestellt für den anonymen Benutzer. Dort werden die Auswirkungen des eigenen Konsums dargestellt, zum Beispiel im Verbrauch der Erden, in CO2-Ausstoß pro Tonnen und eben diese Verbesserungsvorschläge. Und damit hoffen wir natürlich auch, diese Schuldurchschnitte zu veröffentlichen und möglicherweise diese auch zu vergleichen, wenn sich genügend Schulen bei uns melden. Unser Ziel ist natürlich, einen Eindruck über diesen ökologischen Fußabdruck zu schaffen, auch einen persönlichen Bezug zu bringen, besonders eben in den jüngeren Jahrgangsstufen, wo dieses Thema vielleicht nicht so präsent ist, und eben die gesamte Schülerschaft für ein größeres Engagement zum allgemeinen Thema Umwelt- und Klimaschutz zu motivieren. Und deswegen suchen wir natürlich Wissenschaftlerinnen, interessierte, kooperationsbereite Schulen und Medienvertreterinnen, die bereit dazu wären, uns eben bei der Entwicklung beizustehen, zu beraten, uns mit ihrem Wissen zu helfen oder allgemein auch nur unser Konzept raus in die Welt zu tragen. Und eben in dem Spatial Chat nachher, da werde ich eure Ansprechpartnerin sein. Dort werden auch noch andere Schüler meines Projekts dabei sein. Der verantwortliche Lehrer ist der Sebastian Bauer. Und hier wäre die E-Mail-Adresse bei Anfragen, Fragen, Interesse, einfach dort melden. Und hier wäre auch nochmal unsere Website und der QR-Code für unsere Website. Das war es dann eigentlich schon von mir. Super, vielen Dank, Laura. Das ging schneller als erwartet. Schön, dass du auch schon direkt nochmal den Spatial Chat erwähnt hast, sonst hätte ich das jetzt nochmal getan an dieser Stelle an alle Zuschauer und natürlich auch an alle Referenten und Referentinnen. Einfach in den Spatial Chat gehen, da könnt ihr euch direkt austauschen mit den Leuten, die jetzt gerade bei YouTube zuschauen.